herzlichst willkommen, liebe Leute, zu einem brandneuen Unboxing mit mir, dem GameTrix. Und ihr seht schon, was ich hier voll geiles für euch habe. Es ist die Nintendo Wii U mit Mario Kart 8 im Premium Pack und so. Dabei ist sogar noch ein Wii Karaoke U 7 Tage Free Version. Ja, ich bin voll aufgeregt, das ist voll der Hammer. Volle Schnäppchen auf eBay. Wirklich abnormal, mega grandioses Gigaschnäppchen. Ich bin so ein eBay-Master. Ich verrate den Preis aber nicht. Auf jeden Fall ist es extrem. Ihr könnt ja mal in die Kommis schreiben, was ihr meint, was ich auf eBay so ausgeben muss. Wir packen das die ganze Ding jetzt trotzdem aus. Und wir gucken, was drin ist. Was ist drin? Eine 32 GB Wii U. Ein Tablet, ein Netzteil fürs Tablet, ein HDMI-Kabel, ein Ständer fürs Tablet, eine Wii U-Leiste, Mario Kart 8, ein Ständer für die Wii U und das war's eigentlich schon. Und wir packen das, und hinten sieht das Ganze so aus, oh, voll schick und so. Mario Kart 8, yay! Okay, dann wir packen das jetzt aus, wir machen das hier auf. So. Wir machen das hier so auf. Oh, guck doch mal. So. So, wir nehmen das obere. So, ja. So, wunderbar. Es ist alles neu. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, Leute. Es ist unglaublich. Es ist neu, ja. Und, egal. So. Schauen wir. Das nehmen wir jetzt einfach mal alles raus. Hier ist auch schon Mario Kart 8. Es ist nicht als Download-Inhalt, sondern direkt als Spiel. Oh, das schauen wir aber uns alles nachher an. Hier haben wir das Netzteil. Es ist Nintendo-typisch in Grau gehalten. Alles Nintendo-typisch. Was wir hier sonst noch so haben, sind hier die Ständer, hier für die Wii U wahrscheinlich, für das Tablet. Irgendwie viel kleiner als auf der Packung dargestellt. Ein graues HDMI-Kabel. Das war was ganz was Neues. Eine Sensorleiste, die ich aber nicht brauche, weil ich sie schon habe. Also ich denke, dass ich sie nicht brauche. Weil wahrscheinlich wird es dieselbe sein wie bei der Wii. Und was haben wir hier noch Tolles? Das weiß ich nicht. Das ist der... Das ist noch irgendwas. Das ist, glaube ich... Ja, das ist eine Aufladestation fürs Tablet. Ich habe mich von... Das kann ja rollen. Ja, okay. So, das wäre das. Dann tun wir das hier mal weg auf die Seite. Und dann machen wir uns Hand. Also wie gesagt, das ist schon das Aufladeding fürs Tablet. Jo. Das ist ein Netzteil für ein Wii U Gamepad Netzteil. Wie immer erstmal das unspannendere, einfach Netzteile. Ach, pfui. Wahnsinn. Erst die Wii U-Ständer, zu der Wii U kommen wir nachher noch. Alles nach der Reihe hier, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, ein HDMI-Kabel. Was soll man dazu großartig sagen? Ist halt ein HDMI-Kabel, ne? So, jetzt müsste auch jeder Zuschauer geblickt haben. Ja, die Wii U kann Full HD. Einfach blendend. Splendid, wonderful. Okay, das war einfach das. Das ist alles so unspektakulär gerade. Jetzt wird's etwas spannender. Jetzt haben wir nämlich die Handbücher hier. Hier ist der Code für Wii Karaoke U. So, dann haben wir hier Nintendo Network Premium. Ja, ganz einfach. Nintendo Network ist Nintendo sein Online-Netzwerk. Es war früher die Nintendo Wi-Fi Connection, jetzt ist es Nintendo Network. Und man kann natürlich Punkte sammeln, Sterne. Hier ist auch schon... Ja, genau. Das kann man dann hier im Club Nintendo Shop einlösen, die Sternchen. Und kann hier Sachen kaufen, sich einfach holen. So eine Mütze, Game & Watch, lauter Sachen. 500 Punkte sind 5 Euro, entsprechend 5 Euro. Und ja, ein Spiel gibt, glaube ich, 250 Sterne waren es, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber es war einmal so. Hier, das sind Wii U wichtige Informationen. Was man mit der Wii U darf und was nicht. Man darf sie nicht benutzen, wenn man schwanger ist. Sollte man nicht. Da stehen noch ein paar witzige Sachen irgendwie drin. Kann man ja mal nachlesen. Werde ich auch mal irgendwann durchlesen, wie immer halt. Dann ein Quick Start Guide, Schnellstartanleitung einfach. Man nehme dies und jenes, man stecke das in das Ding. A, B, C, 3, 400. Ach, keine Ahnung. So, die Wii U Bedienungsanleitung, die schon etwas dicker ist. Okay, wie man das Batteriepack einsetzt oder auswechselt. Wie man die Wii
Wii U-Batterie auswechselt, falls sie mal leer wird. Ja, eine Wii hat auch eine Batterie, stell dir vor. Aber was ist das hier? Vorsichtig! Vorsichtsregel nach Wii U-Konsolen in der Wii U-Konsolen. Hier wird erklärt, wie man sie zur Reparatur schicken soll. Jetzt, liebe Leute, kommen wir einfach schon zum Prunkstück, damit es hier... Prunkstück, damit das alles hier etwas schneller geht. So. Wahnsinn, schaut euch das an. Hier ist sie. Hier ist sie. Das ist Wahnsinn. Hier ist das Tablet. Hier ist das geile Tablet. Und da ist dann auch schon die Wii-Konsole. Wii U-Konsole. Die hole ich auch noch so. Ui, so. Die hat schon Gewicht. Oh, die hat Gewicht. Ich schätze die ganze Packung auf 5 Kilo. Jetzt holen wir zuerst das Tablet raus. So. Das Tablet, liebe Leute. Mir gefällt das so sehr. Es ist so edel. Es ist einfach Nintendo. Es ist Wahnsinn. Es ist edel. Dann erkläre ich mal das Wii U-Tablet. Also, ja, Start, Select, bla, was es halt sonst auf dem 3DS oder so auch gibt. Und zwei Sticks. Ein TV-Control-Button. Damit kann man Spiele switchen. Man kann Spiele direkt auf das Tablet streamen. Komplett. Das heißt, der Fernseher ist dann frei, die anderen können dann Fußball gucken oder so. Dann haben wir einen Home-Button, der erklärt sich eigentlich auch von alleine. Dann dieses Feld hier ist für bestimmte Figuren, NFC-Figuren heißen die, glaube ich. Die stellt man darauf. In den Figuren ist dann ein kleiner Chip drin. Das kommt zum ersten Mal zum Einsatz bei Smash Bros., das dann für die Wii U rauskommt. Da ist halt ein kleiner Chip in den Figuren, der speichert halt die Spielstände oder halt bestimmte... Funktionen einfach. Dann setzen wir die Figur da drauf und dann wird das alles in das Spiel gestreamt und ja, kennt man ja ein bisschen von Skylanders zum Beispiel. Und genau, das war das. Ja, der Powerknopf halt. Erklärt sich auch von alleine hier. Kopfhörer und Batterie. Hier ist die Lautstärke, sorry. Hier Lautstärke, hier. Ja, Kopfhörer, alles. Dann hier ein Touchpad. Im DS Lite Style. Und hier natürlich LR. Und LR 1 und 2, ZL, ZR, whatever. Hier ist der Akku drin. Ja, das ist das Tablet. So, das war das. Hier kommen wir auch schon zu Wii U selbst. Ah, ja. Ich verstehe. So, da ist die gut. Oh, das klebt alles so hässlich. Das ist die Wii U. Leute, das ist sie. Hier, die Wii U-Konsole. Sie ist falsch rum. Das ist sie. Ein bisschen größer als die Wii selbst, ein bisschen länger. Ja, ich erkläre die jetzt auch mal schnell. Ein SD-Slot und zweimal USB. SD-Card-Slots, super, dass die auch wieder dabei ist. Hinten haben wir auch nochmal zwei USB-Slots und einen HDMI-Slot. Dann ein AV-Multi-Out und natürlich dann das Netzteil-Ding. Und natürlich der Stecker für die Wii-Sensorleiste. Das war die edle Wii U, die werde ich gleich nachher aufbauen. Die können wir auch bestimmt aufstellen mit den Ständern. Wo sind sie denn? Hier. Kleine Dinger hier. So, mal sehen. Ja, okay, so rum. Wird so aufgebaut werden. Okay, dann machen wir das auch so. Und so. So. So steht dann die Wii U. Like a Wii einfach. So. Ah, so ist es. Wunderschön, schaut doch mal, die Wii U. Und jetzt kommen wir noch zu Mario Kart 8. Oh. So, dann packen wir das Ding mal aus. Euro. So, Mario Kart 8. Let's do this. So, was ist hier drin? Hier haben wir natürlich den Code für den Nintendo Club. So sieht die Disc aus, wunderschöne Disc. Soweit ich wieder weiß, ist es ein eigenständiges DVD-Format. Ich glaube, ein HD-DVD-Format, glaube ich. Berichtigt mich, wenn es nicht stimmt. Ja, auf jeden Fall, Nintendo setzt ja immer auf eigene Formate. Ich glaube, es ist wieder ein eigenes. Hier ist wieder ein Mario Kart Quick Guide, wie man halt so spielen tut. Mario Kart 8 ist genauso wie bei Mario Kart auf der Wii. Kannst du absolut alle Steuerungsmöglichkeiten benutzen. Das heißt, du kannst das Tablet benutzen, du kannst die Wii-Fernbedienung benutzen, du kannst die Fernbedienung mit Nunchuck benutzen, Controller Pro oder Controller... Pro von der Wii oder eben das Wii-Lenkrad. Du kannst absolut alles benutzen. Ja, das ist die Disc. Mehr war nicht drin, habt ihr ja gesehen. Es gibt keine Anleitung mehr. Das ist jetzt alles, auch bei Nintendo, das ist alles jetzt eine elektronische Anleitung. Das war Mario Kart 8. Was steht denn da Tolles? Die Wände hoch, die Decke entlang, Vollgas ohne Limit. Das war schon. Ja, also bei Mario Kart 8, man kann jetzt an Wänden entlang driften. Das ist alles in HD.
Und es gibt ein paar neue Items. Es gibt den Boomerang, es gibt die Piranha-Pflanze und es gibt das Superhorn. Jetzt kann man zum allerersten Mal in der Mario Kart-Geschichte den blauen Panzer abwehren, und zwar mit diesem Superhorn. Das muss man rechtzeitig einsetzen, wenn du schon merkst, dass der blaue Panzer auf dich zurast, und dann setzt du den ein und dann geht der blaue Panzer einfach kaputt. Ich tue das wie immer natürlich jetzt schön hier aufbauen. Wie immer, ihr kennt mich ja. Ja, und fertig. So, dann machen wir hier noch ein Gesamtbild. Wunderbar, das ist die Wii U im Mario Kart 8 Pack. So, ja, wir sehen uns im nächsten Part jetzt dann nochmal, wo wir uns dann die Wii U vom Menü und so, von den Einstellungen her anschauen. Dann testen wir noch ganz kurz Mario Kart 8 und dann war es das auch schon komplett von dem Unboxing. Bis gleich, Leute. Wir sehen uns. Tschüss. Oha. Krass.